Tag, mein Name ist Editha Reber. Ich bin Historikerin und seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit Frauen in der Gartenkunst. Heute an diesem sonnigen Tag habe ich mir ein schönes, schattiges Plätzchen gesucht und hier habe ich einen kleinen Rosenstrauß an meiner Seite. Denn das ist der Anlass für meine heutige kleine Lesung. Es blüht die David Austin Rose Constance Spry. Es ist die erste Rose, die der Züchter, der britische Züchter David Austin 1961 auf den Markt gebracht hat. Er nennt sie nach einer Frau, nach Constance Spry, die im Jahr zuvor gestorben ist. Warum macht er das? Das habe ich mich gefragt, als ich das erste Mal diese Rose gesehen habe. Und dann habe ich mich angefangen, für diese Frau zu interessieren und mich mit ihr und ihrem Leben zu beschäftigen. Und das Büchlein Gartenkünstlerinnen, Gertrude Jekyll, Rita Sackville West, Constance Spry, fest diese drei Damen, als Gartenkünstlerin bezeichne ich sie, zusammen in eine Verbindung, denn diese Frauen, die beziehen sich immer aufeinander. Es ist sehr wichtig, sie in einem, meiner Meinung nach, Zusammenhang zu betrachten. Und die Constance Spry, der ich mich heute mal widmen möchte, die war nämlich eine sehr ungewöhnliche Person. 1886 ist sie geboren, in eine relativ einfache Familie, ohne große Besitztümer, ohne großen Reichtum. Aber sie hat eine große Neugier, ein großes Talent. Sie bildet sich, sie arbeitet in der Gesundheitsfürsorge, sie wird später auch eine Schuldirektorin im East End in London. Und in ihrer zweiten Lebenshälfte, da ist sie schon über 40 Jahre alt, da fängt sie nochmal ganz neu an, sie startet neu durch. Als sie 43 Jahre oder fast 43 Jahre alt ist, gründet sie ein Geschäft Flower Decoration, denn sie liebt Blumen, liebt Pflanzen und sie ist der Meinung, jeder soll in seinem Leben Schönheit haben. Sie dekoriert auf ganz ungewöhnliche Art. Zur damaligen Zeit, da waren die typischen Standards der Zeit in Großbritannien so, dass man zum Beispiel Rosen in herrlichen Silberpokalen arrangiert hat, Lilien in wunderbaren großen Vasen, immer eben eine Pflanze in einer Art von Vase. Und viele Pflanzen galten als gar nicht dekorativ, nicht repräsentativ. Constance Spry, sie ändert das. Sie gestaltet ganz neue Ideen, nimmt sich alte Eimer, alte Milchkannen, sie sucht sich Saucieren, alte Flaschen, alte Gläser und dann dekoriert sie ganz ungewöhnlich, zum Beispiel eben Gräser und Kräuter, Rhabarberblätter mit Rosen zusammen. Das wird ein ganz neuer Trend und in den 1930er, 1940er Jahren lassen sich viele Celebrities, letztendlich auch die Royals, ihre Hochzeiten, die Blumendekoration eben von der Constance Spry arrangieren. Und so wird sie unter anderem die Frau, die zur Hochzeit von Elisabeth II. Das Blumenarrangement, auch den Blumenstrauß, den die damalige noch Kronprinzessin hat, arrangieren kann, also gestaltet. Und 1953 wird sie die Krönung von Elisabeth II. In Fragen der Blumendekoration ausstatten. Unter anderem ist sie auch beteiligt daran, dieses Rezept für das Krönungshühnchen, das Coronation Chicken, das heute in England immer noch beliebt ist und das man ausprobieren und selbst eben auch nachkochen kann, mit arrangieren, also sie mit ihrer vollen Rosemary Hume. Die Frau war so vielseitig und sie hat sich auch für historische, für alte Rosen interessiert und eine der berühmtesten Rosensammlungen in ihrer damaligen Zeit gehabt. Der Beverly Nichols, der ein oder andere von Ihnen wird ihn vielleicht kennen, ein britischer Journalist, Gartenliebhaber und auch Gartenbuchautor. Er hat als Freund von Constance Spry ein Vorwort verfasst zu einem ihrer Bücher. Und da schreibt er, Constance hat, kurz gesagt, die höchste Gabe, die eigentlich der Kern aller Kunst und aller Erfindung ist, die Dinge zum ersten Mal auf eine neue Art und Weise zu sehen und sie in ihrer Gesamtheit und losgelöst von Konventionen zu betrachten. Darauf spielt er natürlich an, auf diese ganz außergewöhnliche Art, Blumen nun miteinander zu verbinden und zu dekorieren. Und auch Annie Scott James, eine zu ihrer Zeit berühmte, sehr anerkannte Journalistin, später übrigens auch eine Autorin eines Buches über den berühmten Garten von Sissinghurst, sie hat mal Constance Spry besucht und schreibt darüber, wenn man einen Tag mit ihr verbrachte, kochte sie ein fünfgängiges Essen, das ein gastronomisches Gedicht war, füllte ein Dutzend Vasen mit Blumen, während man das Mittagessen einnahm, backte drei Sorten Scones zum Tee, während man seinen Kaffee trank, schrieb einen Artikel, während man die Scones aß
und pflückte einen Korb voller Blumen zum Mitnehmen, während man den Artikel las. Also beeindruckender kann man vielleicht ein Leben gar nicht füllen und gestalten. Und dass es heute so schöne alte Rosen doch relativ oft noch zu kaufen gibt, eine ganze Reihe von Rosenzüchtern, die sie anbieten, ist auch dieser Frau, der Constance Bry, mit zu verdanken, die viele alte Sorten gesammelt hat. Übrigens zu ihren berühmtesten oder beziehungsweise ihren beliebtesten in ihrer Zeit, die sie sehr mochte, gehörten den Charles de Mille oder Tour de Malakoff oder auch die Cardinal de Richelieu. Aber sie hat nicht nur Rosen geliebt, sie hat auch die Menschen ermutigt zum Glück und ermutigt zur Schönheit. Und da hat sie mal geschrieben, tun Sie, was Ihnen gefällt. Folgen Sie Ihrem eigenen Stern. Seien Sie originell, wenn Sie es sein wollen und nicht, wenn Sie es nicht sein wollen. Seien Sie natürlich und fröhlich und unbeschwert und hübsch und einfach und überbordend und allgemein und barock und kahl und streng und stilisiert und wild und gewagt und konservativ. Und lernen, lernen, lernen Sie. Öffnen Sie Ihren Geist für jede Form von Schönheit. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie inspirieren konnte, sich an dieser David Austin Rose Constance Bry zu erfreuen und vielleicht, wenn Sie diese mal wieder sehen, wenn sie irgendwo blüht, wenn sie irgendwo gepflanzt ist, sich an diese berühmte Frau zu erinnern. Vielen Dank und auf Wiedersehen.